Inflation und die Reaktion der Fed, das ist ja das ganz große Thema der Märkte in den letzten Wochen und Monaten. Aber ich denke, die Märkte sollten langsam den Elefanten im Raum bemerken. Stattdessen starren die Märkte wie das Kaninchen auf die Schlange und sehen den Elefant im Raum nicht. Und dieser Elefant, das ist etwas, was da kommt und nach einer heftigen Rezession aussieht, nach einem heftigen Absturz der Wirtschaft aussieht. Warum das so ist, will ich gleich in diesem Video zeigen. Zunächst mal gestern ja. Wir hatten zunächst die zweite Party in Folge wegen Inflation, diesmal wegen den US-Erzeugerpreisen. Aber dann kam diese Geschichte mit Polen, ein Raketeneinschlag, zunächst die Meldung russische Rakete. Das scheint inzwischen dementiert. Es handelt sich offenkundig darum, dass die Ukrainer eine Abfangrakete oder die Ukrainer eine russische Rakete abgeschossen haben und das Ganze dann eben hinter der Grenze gelandet ist, finde ich etwas skurril auch ein bisschen, aber sei es drum, jedenfalls die Märkte gestern dann ziemlich scharf runter, jetzt mit dieser Meldung, die bestätigt scheint, jetzt wieder rauf, man ist wieder optimistischer und wir sehen gestern, da ging es ja teilweise zur Sache, Nasdaq immer noch 1,45% geschlossen, Dow Jones am schwächsten, aber hier sehen wir mal dieses Theater, was da gestern stattgefunden hat, rauf, runter, runter, rauf, PPI, also Erzeugerpreise, Booms, dann perlte das immer weiter ab, dann kam die Meldung über diesen Raketeneinschlag. Dann Russland gesagt, nee, waren wir nicht. Daraufhin wieder die Märkte rauf. Jetzt scheint das klar, dass es sozusagen sich nicht um einen Angriff der Russen handelt. Jetzt haben wir die Situation, wie Kobayashi Letter hier sagt, ja, wir haben eine Art Weltkrieg 3 Gefahr. Wir haben das Platzen einer Krypto-Bubble. Und der Aktienmarkt schließt nicht mal negativ. Das ist entweder so, dass dieser Markt extrem resilient ist oder steht an einer Klippe und droht da drunter zu fallen. Eins von beiden. Wir sehen jedenfalls, dass offenkundig die Zahl der Calls jetzt vor dem kleinen Verfall massiv wieder gestiegen ist in Relation zu Puts. Put-Call-Ratio jetzt so niedrig wie zuletzt November und Dezember 2021 und das ist wichtig für den Verfall, denn nach dem kleinen Verfall oder mit dem Verfall können dann die Market Maker, wenn es wahnsinnig viele Calls gibt und sie sich abhatchen müssen, mitgehen müssen, mit Käufen mitgehen müssen, dann würden sie diese Käufe wieder abwickeln, was dann Druck auf die Märkte ausüben würde. Insgesamt die Situation jetzt etwa hier in Europa, Stock 600, wir haben überkaufte Levels, wie wir sie seit 5 Jahren nicht mehr gesehen haben. Das, was jetzt hier passiert, ist in der ganzen Dimension praktisch krasser als die Erholung 2019 oder die Rallye 2019. Auch damals ja die Fed mit einem Pivot. Vorher Paul gesagt, Bilanzreduzierung, Autopilot, wir heben Zinsen weiter an. Danach, kurz danach, als die Märkte abschmierten, wollte er davon nichts mehr wissen. Dann die Rallye, aber wir sehen hier Relative Strength Index exceeds 70, also RSI, Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit. Hier ist stark überkauft, ebenso stark wie seit 5 Jahren nicht mehr. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt reizvoll, da einzusteigen. Die Märkte gucken also auf diesen Pivot der Fed, sind da völlig drauf fokussiert und sehen oder interessieren sich weniger dafür, was da eigentlich uns die Zinskurve anzeigt. Wir sehen hier 10-Jährige und 2-Jährige invertiert um minus 0,57%. Das ist eine Menge Holz. Wir sehen also, dass der S&P gestiegen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zinskurve immer negativer wird. 10-Jährige, 2-Jährige hier von Figuring Out the Money. Und wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, meine Damen und Herren, dann sehen wir, dass die Zinskurve, nämlich bei den 10- und 2-Jährigen, jetzt so stark invertiert ist wie seit den 1980er Jahren. Nicht mehr invertierter sogar als in der Finanzkrise, invertierter als in der Dotcom-Blase. Das ist eine Aussage und jedes Mal, wenn diese Zinskurve nachhaltig invertiert war, dann kam eine ziemlich dicke Rezession. Die Märkte fokussieren sich aber nur auf Fed, 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 Inflation. Dann wird Party gemacht, weil die Erzeugerpreise logischerweise im Oktober niedriger ausgefallen waren als erwartet, nachdem ja schon die Verbraucherpreise im Oktober niedriger ausgefallen waren als erwartet. Also das ist eigentlich relativ klar. Wir sehen, wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, eine negative Divergenz auf breiter Front. NYSE, also McLaren Oscillator, NYSE, praktisch alle Aktien, die in der New Yorker Aktie gehandelt werden, hier im Bereich 150.
Das heißt, wir sehen hier eine negative Divergenz bei diesem Indikator, der jetzt zu kompliziert ist zu erklären, was dieser McLaren Oscillator ist. Aber wir sehen hier gestern jetzt diese schwarze Kerze. Normalerweise so eine Art Umkehrformation, oben der S&P 500, unten der VIX, und wir sehen der VIX buff ausgebrochen mit dieser Meldung über Raketeneinschlag in Polen, dann wieder zurückgekommen, dennoch nach wie vor eine positive Kerze hier gemacht. Wir sehen, dass sowohl der VIX als auch der S&P 500 gestern grün waren, also im Plus geschlossen haben. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, und jetzt haben wir ja ein Zwei-Tages-Gewinn von 6,5% gehabt im S&P 500, einen Gewinn von 25% in nicht profitablen Wachstumsaktien, also die Cathie Wood Aktien, wenn man so will. Der Index, der, nämlich der S&P, der kommt jetzt an seinen 200-Tages-Durchschnitt, ist derzeit so im Bereich 4.065 Punkte. Gestern sind wir mit den Erzeugerpreisen vorbörslich auf 4.040 gestiegen um und bei. Dann ging es ja wieder runter, also wir haben es noch nicht geschafft, den 200-Tages-Durchschnitt zu erreichen. 90% der Aktien handeln über ihrem 20-Tages-Durchschnitt. Das ist ziemlich viel. Normal werden so Spitzenwerte erreicht, 94, viel mehr ist es dann nicht, und dann kommt normalerweise der Rückschlag. Hier sehen wir nochmal diese schwarze Kerze beim S&P 500. Wir sehen oben im RSI eine sich immer weiter ausbildende Divergenz. Hier Michael Burry, bekannt aus The Big Short, du hast keine Idee, wie short ich bin, muss nichts heißen, aber auf jeden Fall eine interessante Figur. Wir sehen hier den Dow Jones jetzt mal auf 60-Minuten-Basis, auch mit diesen Divergenzen. Wir könnten durchaus jetzt nochmal versuchen, oben an diese Trendkanallinie ranzulaufen, das Potenzial nochmal auszuschöpfen. Dann, denke ich, werden wir durch diese Wedge fallen, wird es einen Rückschlag geben. Aufgrund eben dieser Divergenzen, wir sehen hier Bullish Percentage Index, Finanzwerte, extreme Überkauftheit, Extremwerte, wie wir sie seit Jahren im Prinzip nicht mehr gesehen haben, amerikanische Banken etc. Ich hatte gestern etwas dazu gesagt, dass ja die Zinskurve so invertiert, was die Fristentransformation kaputt macht, also das Geschäftsmodell der Banken kaputt macht. Gleichzeitig dürfte die Kreditvergabe zurückgehen, Immobilienkredite etc. Unten sehen wir den Bullish Percentage Index beim S&P 500, auch eine negative Divergenz. Die können ein bisschen länger dauern, anhalten. Und das ist dann eben nicht so, dass die Märkte sofort fallen müssen. Aber früher oder später lösen sich eben diese negativen Divergenzen auf. Heute im Fokus der US-Einzelhandelsumsätze, meine Damen und Herren, 40:30. 14:30 Uhr, letzten Monat waren wir da bei 0, die Prognose heute bei plus 1,0%. Das wird das Highlight heute für die Märkte sein. Und wenn wir nochmal zu dieser ganzen Krypto-Geschichte kommen, dann sieht man hier nochmal Miss Allison, die junge Dame, die Alameda hier als CEO geführt hat. Und wenn Sie solche Interviews sehen, dann fragen Sie sich, wie kann das sein, dass jemand, der also offenkundig ahnungslos ist, Milliarden verwaltet und dann in den Sand setzt und es fällt keinem auf? Das kann nur deswegen passieren, weil wir in einer ultralaxen Geldpolitik Gierfaktoren haben. Alles geht doch sowieso nach oben, ist doch egal, kannst du doch einen Vollidiot hinsetzen, gleiche Resultat, weil es geht ja eh alles nach oben. Aber dann, wenn sich der Wind dreht, dann ist das eben nicht mehr so. BlockFi jetzt eine World's Largest Crypto-Lender. Also der ist wohl jetzt auch insolvent. Kommen wir nach Europa. Hier sehen wir Inflation in Großbritannien wieder höher als erwartet. 11,1%, eigentlich nur erwartete 10,7%. Das bringt die Bank of England natürlich in eine ziemlich miserable Position. Und hier diese Grafik ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Hier nochmal der Unterschied zwischen Europa und USA, was die Inflation betrifft. In USA mehr als die Hälfte Nachfrage getrieben. In Europa nur ein Viertel, etwa 24%. Nachfrage getrieben. Die Amerikaner haben Helikopterschecks bekommen und. Wir ja nicht. Ne, wir kriegen jetzt, was kriegen wir? Gaspreisbremse, gell? Wir kriegen Bremsen überall. Ne? Also die Europäer kriegen ständig Bremsen, vor allem die Deutschen, ne? Während die Amerikaner Helikopter machen. Also da sehen Sie mal den Mentalitätsunterschied. Das wird dadurch deutlich, meine Damen und Herren. Aber jedenfalls versucht offenkundig die EZB, wie Anders Svensson hier zeigt oder sagt, eben diese Lohnpreis
Preisspirale zu unterbinden, die dann kommt, wenn die Inflationserwartungen sich entankern, wie die Notenbanker sagen. Dementsprechend haben wir in Europa eine andere Situation, auch mit den Energiepreisen. Da wirst du durch Zinsanhebungen nicht so wahnsinnig viel erreichen können, aber du kannst vielleicht den Euro stärker machen, der ja zuletzt stärker geworden ist. Blicken wir abschließend noch auf China, meine Damen und Herren. China, das ist Ihnen überlassen. 200 Milliarden Verluste der chinesischen Banken bei Immobilienkrediten. Wir sehen wieder neue frische Daten zu den zu den chinesischen Immobilienpreisen. Größter Fall seit 7 Jahren. Es geht seit gut einem Jahr konstante ja mit den Preisen nach unten, aber sonst alles gut. Die chinesische Regierung doch offenkundig ein bisschen in Panik. Man versucht jetzt wieder Vollgas zu geben, aber wir haben jetzt heute die meisten Corona-Fälle in China, 20.000 Stück mit Guangdong an der Spitze. Hier sehen wir, wie die Kurve nach oben geht. Das könnte bedeuten, neue Lockdowns voraus. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Apple plant, die Chip-Herstellung aus Asien in die USA zu verlagern. Und jetzt hat er rein zufällig gestern Warren Buffett TSMC gekauft, diesen taiwanesischen Chip-Hersteller, der ja jetzt in den USA produzieren möchte. Einen Tag später kommt dann die Meldung, dass Apple, nämlich von dem Apple-Chef Tim Cook, dass Apple ja also möglicherweise jetzt die Chips dann aus den USA beziehen wird. Gell, also Zufälle gibt es. Der Warren Buffett hat einen Tag vorher zufällig die Aktie gekauft, worauf sie gestiegen ist, dann nochmal gestiegen ist nach der Aussage von Tim Cook. Interessanter Artikel, bitte lesen. Zweite Artikelempfehlung, Überschuldung in Deutschland auf Rekordtief. Aber wir sehen eine verdeckte Krise. Da passiert etwas unter der Oberfläche. Gestern ja die Meldung, dass die Vermögenspreise in Deutschland erstmals seit 13 Jahren rückläufig waren. Zweite Empfehlung. Und natürlich heute Abend, meine Damen und Herren, 18 Uhr, ein Blick hinter die Kulissen meiner YouTube-Küche, da versuche ich zu beschreiben, zu sagen, was treibt mich an, warum mache ich diese Videos, worum geht es da, ist Börse nur das reine Auf und Ab von Kursen, nein, es ist viel mehr und das versuche ich da zu erklären, seien Sie dabei, 18 Uhr, ich packe den Link wieder unter das Video, den in den Browser packen und wenn Sie es 18 Uhr nicht schaffen sollten, eben dann wann anders angucken. Das möchte ich dringend empfehlen, deswegen heute auch kein Markeflüster, weil 18 Uhr das Live-Webinar, ich kann mich nicht teilen. Also drei Empfehlungen, vor allem die Webinar-Empfehlung, jetzt sage ich Servus, ciao.